Ja, viele Menschen, die sich jetzt dieses Video wahrscheinlich anschauen, werden noch Verbrenner fahren, sind also zur Elektromobilität noch nicht gewechselt. Und gegebenenfalls gibt es zu Hause auch Diskussionen über einen Wechsel oder eben über keinen Wechsel jetzt zurzeit noch, aus den verschiedensten Gründen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass ich jetzt schon seit 3 Jahren dabei bin, persönlich für mich auf jeden Fall festgestellt habe, dass das für mich das Richtige ist. Das elektrische Fahren ist elegant, macht viel mehr Spaß, bringt in meinen Augen nur Vorteile, dass zum Beispiel auch, dass man in ein warmes Auto einsteigt oder eben auch im Winter oder im Sommer eben auch ein kühles Auto hat oder eben auch, dass es ein geschlossenes System ist, dass man also umweltbewusster fahren kann natürlich mit so einem Auto, dass es nicht stinkt, dass es einfach sauberer ist. Das ist so ein Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt und der mich das Ganze auch so ein bisschen hat zum Hobby werden lassen. Deswegen mache ich auch zum Beispiel die Videos und versuche eben auch Leute auf diese Seite hier zu bekommen, beziehungsweise eben vielleicht auch bei Leuten, die jetzt auf ein Auto warten, die Wartezeit zu verkürzen. Was ich aber jetzt feststelle in den 3 Jahren, wo ich jetzt hier auf dieser anderen Seite sozusagen fahre, die meisten fahren ja noch auf deiner Seite, also auf der Verbrennerseite, auf deiner. Wenn du möchtest, kannst du gerne hier auf diese Seite kommen. Aber die meisten fahren eben noch nicht auf dieser Seite. Und was ich eben jetzt feststelle seit 3 Jahren ist, dass, und das finde ich eigentlich erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich also persönlich so ein Gefühl habe, dass es so eine Art, dass eine gewisse Stagnation eingetreten ist. Dass also rundherum, um mich herum, hier in der Stadt, sich nicht viel getan hat. Auf den Autobahnen schon. Da sind einige Schnellladestationen natürlich dazugekommen, das ist ganz klar. Aber hier um mich herum, in den Städten oder auch hier bei uns, sind es bei den wenigen Ladern ist es geblieben. Da hat sich wirklich nichts getan, überhaupt nichts. Das Einzige, was sich getan hat, ist, dass ich der Einzige bin, dass ich jetzt damals der Einzige war, der geladen hatte. Ich konnte sogar damals noch kostenlos laden. Das wurde dann irgendwann später praktisch gecancelt. Und ansonsten ist es im Prinzip jetzt so, dass die Ladestationen, die wenigen, die da sind, eigentlich immer besetzt sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, aber dass immer mehr Leute sich ein Elektroauto zum Beispiel zulegen, die aber keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden und praktisch auf solche Ladestationen angewiesen sind. Oder zum Beispiel auch beim Lidl oder Aldi, aber dazu komme ich später nochmal in dem Video, dann brauche ich ja irgendwie eine Lademöglichkeit. Und wenn ich dann im 7. Stockwerk wohne oder irgendwo auch in der Mietswohnung und kann da kein langes Kabel irgendwo über den Weg legen, und kann dann laden, also dann ist es echt schwierig. Wenn man es aber hat, ist es natürlich in Ordnung, weil dann kann man so ein Auto hier so laden wie ein Handy. Ich habe zum Beispiel zurzeit, habe ich so 10 Kilowattstunden am Tag, das sind ungefähr so 50 Kilometer, die ich zurzeit fahre. 10 Kilowattstunden, die sind aber definitiv auf jeden Fall schon mal weg. Das heißt, wenn ich aber in der Steckdose zum Beispiel jetzt 1,5 Kilowatt Leistung bekäme, oder auch bekomme natürlich, könnte ich in 6 Stunden 6, 7 Stunden hätte ich das drin. Das wäre so kein Problem, das über Nacht zu machen wie ein Handy. Habe ich das aber nicht, dann muss ich die 10 Kilowattstunden in meinem Akku irgendwo herholen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo an der öffentlichen Ladestation bin, die hat 11 kW maximal. Das heißt, da muss ich mich also schon eine Stunde dranhängen. Das heißt, ich muss mich immer eine Stunde dranhängen, um die Reichweite rauszubekommen, die ich an einem Tag abgefahren bin. Dazu musst du aber schon echt ein Fan sein, ein Freak sein, oder du musst in deiner Nähe eben so eine Ladesäule haben. Und immer das Glück haben, dass sie nicht besetzt ist. Ansonsten hast du Pech gehabt und dann kann es echt nervig sein. Gegebenenfalls musst du auch noch einen Fußweg in Kauf nehmen, der vielleicht etwas weiter weg ist. Also dahingehend sage ich ganz ehrlich, finde ich es schade, dass nicht mehr Säulen dazugekommen sind. Viel, viel mehr. Und ich würde ganz klar hier an dieser Stelle sagen, dass ich, wenn man zu Hause nicht laden kann oder keine Lademöglichkeit hat, auch vielleicht auf der Arbeit, im Betrieb, in der Firma, wo man während der Arbeit eben laden kann, würde ich ganz klar keine Kaufempfehlung aussprechen. Das muss ich ganz klar sagen, weil das kann zu einem Fiasko werden. Ja? Also du willst ja auch nicht immer zu einer Autobahn fahren und da, okay, du könntest zur Autobahn fahren, könntest da schnell laden. Das kannst du dann zum Beispiel in einer Stunde kannst du dann im Prinzip vielleicht dein ganzes Wochenpensum da reinladen. Okay, mag ja sein. Aber gut, wenn du das möchtest, kann man das machen. Zur Autobahn, irgendwo, wo ein Schnelllader ist, oder vielleicht,
Ja, wo sind Schnelllader? Also richtige Schnelllader. Ja, ich rede jetzt nicht von den Schnellladern hier beim Aldi oder so. Die haben ja auch nur 44 kW. Gut, da kriegst du in der Stunde natürlich vielleicht auch deinen, vielleicht irgendwo in der Stunde 44 kW rein. Ich habe am Tag 10, ich bräuchte vielleicht 50. Okay, dann kriege ich in der Stunde, gut, lass es beim Aldi in der Stunde klappen. Aber beim Aldi können ganz andere Probleme auftreten. Da sind viel zu viele Leute, beim Kaufland oder wo auch immer, das ist alles immer besetzt. Könnte schwierig werden. Also, ich weiß nicht, es kann dann halt nerven, wenn man dann vielleicht von der Arbeit kommt abends und so weiter. Und du hast zu Hause, kannst du nicht einfach, du kommst nach Hause, steckst an und dann ist einfach gut so, wie ein Handy. Sondern musst dann eben noch gucken, wo muss ich hin, wo kann ich hinfahren, wo kann ich was machen, wo. Also ich sage ganz ehrlich, das darf eigentlich nicht sein. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl, es gibt schon mehr Elektroautos, die werden auch gekauft um mich herum. Das glaube ich schon. Aber auch da weiß ich nicht. Das meiste, was ich sehe, sind trotzdem noch Verbrenner. Was da in den letzten 3 Jahren passiert ist, finde ich echt wenig. Und vom Ausbau des Netzes, in Darmstadt ist da nichts dazugekommen. Das sind immer noch die gleichen Säulen wie vor 3 Jahren. Das ist eigentlich eine mittlere Katastrophe, ja. Und eben mit dem Unterschied, dass sie jetzt nicht mehr frei sind, sondern immer besetzt sind. Okay, das macht ja nichts. Also ich kann wirklich, wenn einer das nicht zum Hobby macht oder keine starken Nerven hat und das nicht gewillt ist und eigentlich das Auto wie ein Gebrauchsgegenstand nutzt, würde ich keine Kaufempfehlung aussprechen, wenn er nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden. Schreibt mal eure Kommentare da rein. Und jetzt hänge ich noch hinten dran. Ich habe es mir überlegt, ob ich es überhaupt mache. Noch ganz kurz, ich habe mal einfach mal so getan, als könnte ich nicht zu Hause laden. Und bin mal zum Aldi gefahren. Ja, und dann könnt ihr ja mal gucken, was mir da beim Aldi mehr oder weniger so jetzt passiert ist. Oder wie die Situation da jetzt eben gewesen ist. Und ja, könnt ihr aber gerne schauen. Das hänge ich jetzt einfach doch mal dran. Und wollte einfach mal sehen, wie ist denn das jetzt so? Ja, ich mache das jetzt mal. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es jetzt so seht. Und ja, wie ihr das Video so gefunden habt. Oder so in der Summe auch, wie ihr das mitbekommt da draußen in der Welt. Ob sich da viel tut, ob sich da wenig tut. Liege ich da komplett falsch jetzt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Okay, der Jörg hier aus Darmstadt, ich würde mir auf jeden Fall mehr wünschen. Und für die Extended Version Schauer, jetzt kommt noch der Aldi. Macht's gut, tschüss. So, ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich das Video überhaupt machen? Zücke ich die Kamera? Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und ich bin heute Abend kurz einkaufen gegangen und war hier beim Aldi. Da war natürlich besetzt. Es gibt auch seit Jahren nur eine Ladestation. Die ist tatsächlich noch kostenlos, aber es gibt halt nur eine einzige. Und die war natürlich belegt durch einen Verbrenner-Hybriden, würde ich mal sagen. Also keine Chance. Ich bin dann eine halbe Stunde im Aldi gewesen, habe eingekauft und habe dann festgestellt, dass alles irgendwie zu teuer ist. Die Tomaten 5 Euro und so weiter. Habe dann 2 Sachen gekauft und bin wieder rausgegangen. Als ich dann rauskam, merkte ich dann, dass die Ladestation in dem Moment frei wurde. Hatte den Herrn noch freundlich gegrüßt, kam nicht zurück, hat auch keine Anstalten gemacht, sich da irgendwie schnell zu bewegen, sondern es war alles in Zeitlupe gefühlt. Habe aber dann irgendwann den Platz bekommen und konnte mich hinsetzen, habe dann geladen. Gut, ich bin natürlich jetzt nicht wieder in den Aldi gegangen, sondern ich wollte ja noch ein paar Sachen besorgen. Dadurch, dass es noch einige andere Geschäfte hier gibt, bin ich dann zum Beispiel drüben in den Netto gegangen. Im Netto habe ich dann, okay, ein bisschen was bekommen, aber auch nicht das, was ich so richtig wollte. Und bin dann hier noch zum Lidl gegangen. Da habe ich dann so ein paar Sachen bekommen im Lidl. Hier unten sind meine Sachen, die ich gekauft habe. Hier hängen noch meine Tomaten, die jetzt keine 5 Euro gekostet haben. Die haben, glaube ich, für, glaub ich, 2,70 gekriegt. Und ich stelle mich jetzt mal hier auf das Podest. Da hinten in weiter Ferne. Ich brauche mich ja gar nicht dahin zu gehen. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen. Da hinten in weiter Ferne steht der Tesla, also mein Auto, und lädt. Ich drehe mich mal kurz aus dem Windschatten raus oder in den Windschatten wieder rein. Es ist zu laut, ich glaube, der Wind geht ein bisschen. Da brauche ich mich gar nicht hinzugehen, weil wenn ich da hingehe jetzt gleich mit meiner Kiste, dann werde ich wahrscheinlich am nächsten Baum aufgehangen oder gelyncht, keine Ahnung. Ich dachte, Motto, wo kommst du denn her? Aber ich wollte ja gerne laden, aber das war ja besetzt und ich war ja eine halbe Stunde beim Aldi einkaufen. Aber naja, gut, habe halt nicht das bekommen, was ich wollte. Und dann war ich auch nicht zum Lidl rüber, sondern bin ich zum Lidl zu Fuß rübergegangen und habe dann einfach geladen. Tatsache ist auf jeden Fall, und das ist eigentlich die Quintessenz, denke ich mir mal in der Summe, ich bin jetzt 3 Jahre dabei. Und wenn ich hier auf diesen Parkplatz gucke, sage ich ganz ehrlich, hier stehen nur Verbrenner.
Ja, Lidl hat nicht eine einzige Ladesäule. Man kann ja auch ruhig bezahlen, ist ja kein Problem. Aber hier ist überhaupt nichts, ja. Da drüben ist nichts. Hier beim Rewe ist nichts. Und es gibt da nichts und nur beim Aldi da hinten eine einzige, wenn überhaupt. Und da frage ich mich, wie soll die Elektromobilität da vorangetrieben werden? Vor allen Dingen, wenn es jetzt Leute gibt, die irgendwo in einem Hochhaus wohnen, 5., 6., 7., 8. Stock. Die können ja nicht laden, können nichts machen. Und ob ich dann jemandem Elektroauto empfehlen kann? Ja, wie man sieht, sitze ich ja jetzt hier auch im Auto und bin nicht gelünscht worden. Es kam auch tatsächlich, war nur eine Person da, es war relativ ruhig. Das ist aber nicht der Normalfall. Normal ist es da wirklich, stehen die Schlange, hätte ich fast gesagt. Tatsache ist auf jeden Fall, es ist immer irgendwie so ein gewisser Unterton mit drin und ja, kann ich jetzt auch mal laden oder so? Und da kam dann, fahrt elektrisch. Bis dann, ja, tschüss. Aber wie kannst du eigentlich ruhig bleiben? Da musst du doch aggro werden und aggressiv. Wie kann das sein, dass Tomaten fast 5 Euro kosten? 5 Stück oder 4 Stück? Haben die sie noch alle? Ist doch krank.